Zu solchen Friedensgebeten wie hier im Magdeburger Dom trafen sich Ende der 80er Jahre in der DDR Zehntausende Menschen, um gegen den Unrechtsstaat zu demonstrieren. Nach 40 Jahren Diktatur forderten die Menschen im eingeschlossenen Ostteil Deutschlands Freiheit. Dafür gingen viele DDR-Bürger erst in die Kirchen, später friedlich auf die Straße, wo die Sicherheitskräfte nur auf einen Anlass warteten, loszuschlagen. Wir wissen, dass es hier in Magdeburg eine Zahl zwischen 10.000 und 20.000 Mann Sicherheitskräfte waren für 4.500 Beter im Magdeburger Dom. Und dem standzuhalten, die abgedunkelten Plätze zu sehen, die aufgefahrenen Mannschaftswagen für die Verhafteten, die Schiebefahrzeuge mit Gittern, die Wasserwerfer, die schwer bewaffnete Bereitschaftspolizei, dem also Widerstand zu leisten, erforderte einen ungeheuren Mut. Man hat ja gerne das Wort von dem aufrechten Gang gebraucht, also aufrecht mit weichen Knien zu gehen. Das war die Herausforderung an so einem Tag. Und dann durchgehalten zu haben, das war für mich der Durchbruch, die Angst, die eigene Angst besiegt zu haben. Die Angst war nicht unbegründet. Der DDR-Machtapparat hatte sich nie gescheut, Andersdenkende zu verfolgen, zu bespitzeln und zu schikanieren. Wer das Land verlassen wollte, wurde eingesperrt oder bei der Flucht an der Grenze erschossen. So wie viele Kirchenleute wurde auch Giselher Quast, der seit 1979 Domprediger in Magdeburg ist, wegen seiner engagierten Arbeit von der Stasi bespitzelt. Umso mehr ist er bis heute froh, dass der Massenaufstand 1989 so friedlich verlief. Was das Verdienst der Kirche ist, dass im Gegensatz zu Rumänien oder anderen Ländern die Revolution hier friedlich verlaufen ist, dass kein Blutvergießen, keine Morde auf der Straße geschehen sind. Das, denke ich, hat es bewirkt, dass Menschen sich in der Kirche nur treffen konnten. Jeder andere Ort war staatsfeindliche Zusammenrottung gewesen. Und sich in einer Kirche zu treffen, eine Kerze in der Hand zu haben, dann greift man keinen Stein mehr auf, um ihn zu schmeißen. Also diesen Einfluss auf die Friedlichkeit, auf die Gewaltlosigkeit, den, denke ich, können wir der Kirche verdanken. Die Treffen zum Friedensgebet wuchsen zu riesigen Protestveranstaltungen. Bestärkt durch die allgemeinen Entwicklungen im Ostblock wurden die Menschen in der DDR mutiger. Als Ventil für die Wut und Unzufriedenheit mit den gesellschaftlichen Verhältnissen boten viele Kirchen den Raum, um den Protest auszusprechen, dem Unmut gemeinsam eine Stimme zu verleihen. Natürlich waren 90% der Menschen, der tausende Menschen, die damals im Dom waren, keine Christen. Das lag einfach an der Sozialisation, die wir inzwischen nach 40 Jahren Sozialismus hier in der DDR hatten. Die sind als Nichtchristen auch zu den Fürbitten an die Mikrofone gegangen, haben irgendwelche Sehnsüchte und Wünsche, manchmal fast mehr gestammelt vor Aufregung. Ich hatte den Eindruck, das war so eine Art säkulares Gebet, so die Hoffnung, irgendjemand möge das jetzt hören, was ich hier sage. Das waren also auch so urreligiöse Elemente, die in jedem Menschen vorhanden sind, die damals sehr deutlich geworden sind. Und der Dank für das Schutzdach Kirche, der sowas auch ermöglicht hat. Am 9. November 1989 wurde die Berliner Mauer geöffnet und in den nächsten Tagen alle anderen Grenzübergänge der DDR. Die Bilder der überwältigenden Stimmung waren alle gleich. Überall war die Stimmung, so wie hier an der legendären Glienicker Brücke, festgehalten von einem Hobbyfilmer. Und dass das Militär und die 500.000 russischen Soldaten in der DDR nicht eingriffen, ist ein Verdienst des sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow, der mit seiner Politik der Glasnost und der Perestroika das Ende des Kalten Krieges eingeleitet hatte. Der schnelle Zusammenbruch der DDR kam für alle genauso überraschend wie der friedliche Ablauf. Mit der Grenzöffnung in Ungarn und die Ausreisen über die westdeutsche Botschaft in Prag stieg der Flüchtlingsstrom in den Westen und war Wegbereiter für dieses einmalige historische Ereignis. Besonders den Grenzsoldaten fiel es schwer, ihre alte Rolle abzulegen. Auch zwei Tage nach der Maueröffnung gab es immer noch Übergangsstellen, wo kontrolliert wurde, obwohl die Schlagbäume längst abgebaut waren. Alles sollte weiterhin seine Ordnung haben an der Staatsgrenze, die es offiziell ja noch immer gab. Die DDR existierte noch, jetzt allerdings mit offenen Grenzen und Autokorsos in den Westen. Seit 1961 war die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland eine der streng bewachtesten der Welt. Scharfschützen, Wachhunde, Elektrozäune und Minen sollten sie unüberwindlich machen. Und weil die Heilandskirche am Stadtrand Berlins direkt auf dem Grenzstreifen lag,
musste der Gemeindepfarrer 1961 die Kirchenschlüssel an die Armee abgeben. Fortan durfte außer den Grenzsoldaten niemand mehr auch nur in die Nähe der Kirche. Das Gebäude verkam im Niemandsland, in der Todeszone zwischen Ost und West. Nach 28 Jahren öffnen die Soldaten die Sperren und geben dem Pfarrer und der Gemeinde ihr Gotteshaus zurück. Es ist im Zustand des Verfalls und Opfer vergangener Verwüstungen. Die Apostelfiguren zum Beispiel wurden mutwillig zerstört, da wurden Gesichter abgeschlagen und da wurden Körperteile entfernt und mitgenommen und liegen jetzt wahrscheinlich noch auf irgendeinem privaten Dachboden. Insofern ist die Heilandskirche auch ein Beispiel dafür, wie mit dem Glauben und mit dem Kunstgut in Zeiten der deutsch-deutschen Teilung umgegangen ist und wie willkürlich der sozialistische Staat auch mit der Frömmigkeit der Menschen umgegangen ist. Heute, 20 Jahre später, erstrahlt die Heilandskirche wieder im alten Glanz. Die vom Preußenkönig Friedrich IV. Im italienischen Stil erbaute Kirche mit freistehendem Glockenturm, direkt am Havelufer gelegen, zwischen Potsdam und Berlin. Durch die prominente Lage und der Nähe zum reichen Potsdam, wo die Preußenzeit eine anhaltende Renaissance erfährt, fanden sich Spender und Sponsoren, die Geld für die Restaurierung bis hin zur Rekonstruktion der Inneneinrichtung und der Apostelfiguren gaben. Nicht allen Kirchen ging es nach der Wende so gut. Und viele Kirchengebäude im Gebiet der DDR sind in Zeiten der SED-Herrschaft verkommen. Selbst in großen Gemeinden fehlte das Geld für die Instandhaltung der Häuser. Aber dafür hatten die Kirchen einen anderen Vorteil, der für die Entwicklung der friedlichen Bewegung möglicherweise eine wegweisende Rolle spielte. Die Kirche hat ja in ihrer Gesamtstruktur einen unglaublichen Vorteil in der DDR gehabt. Sie war eine eigenständige Institution, sie hatte Gebäude, Häuser, Räume, über die sie selber verfügen konnte. Und sie hatte faktisch ein Arbeitsfeld, wo der Staat nicht hineinreden konnte, wie in der Schule oder woanders. Von daher hatten wir Freiräume. Mitten im Zentrum Ostberlins bot die Sophienkirche besonders jungen Menschen solche Freiräume. Hier wurden sie unterstützt und haben sich gegenseitig bestärkt, trotz des staatlichen Drucks aufrecht und dabei kritisch zu sein. Vor allem aber dem Prinzip der Gewaltlosigkeit zu folgen. Das war die wichtigste christliche Botschaft. Die Botschaft stützt sich, grob gesagt, auf die Bergpredigt Jesu, in der ja die Frage der Gewalt eine große Rolle spielt. Mit der Spitzenaussage, selig sind die Frieden schaffen, auf Lateinisch die Pacem Facere, also die Pazifisten. Sodass wir schon Anfang der 80er Jahre, da war ich noch Jugendpfarrer, sehr darauf geachtet haben, dass in den Auseinandersetzungen zu Schwerter, zu Flugscharen und all dem, was da begann, unsere Jugendlichen nicht dadurch auffallen, dass sie gewalttätig werden. Das war unsere einzige Chance, die wir hatten. Wir waren argumentativ stark und wir waren stark, indem wir auf Gewalt nicht mit Gewalt reagiert haben. Die Staatsmacht beobachtete die Aktivitäten der Oppositionellen mit Argusaugen. Doch außer permanenter Bespitzelung und Beobachtung fand sie keinen Hebel, diese zu verhindern. Von daher gab es sowas wie eine innere Gelassenheit. Das hat die Sicherheitskräfte wütend gemacht. Denn nichts ist schlimmer für Sicherheitsorgane, als wenn die Gewalt und die Macht, die sie ausüben, nicht ernst genommen wird. Andreas Schulz ist Jugenddiakon an der Sophienkirche in Berlin-Mitte. Und das war er auch schon damals. Noch eingemauert im Ostteil der Stadt trafen sich auch 1989 hier im Kellerclub junge Menschen. Ein großes Thema in jenem Sommer war die gelockerte Reisefreiheit. Denn nach dem 7. Mai 89 gab es ein erstes Schlupfloch im eisernen Vorhang des Ostblocks. Über Ungarn war die Ausreise in den Westen möglich. Andere Ostblockländer folgten dem Beispiel und viele Tausend nutzten den Weg. Der junge Diakon musste den Eltern im Juni 89 vor einer Ferienfreizeit nach Ungarn hoch und heilig versprechen, alle Jugendlichen wieder mit zurückzubringen. Wir sind als Ostgruppe bis nach Budapest gefahren, in einem völlig überfüllten Zug sitzen oder nicht mal sitzen, sondern stehen mussten. So. Dann sind wir erfolgreich nach Rumänien gefahren, wieder zurück. Und sage und schreibe, wir waren die einzigen neuen Menschen im Rückzug von Budapest nach Berlin. Neun junge Menschen, die nicht geflüchtet sind.
Es waren vor allem auch die jungen Menschen, die aufbegehrten gegen das System, und ihre Eltern, die sich häufig zu sehr mit dem sozialistischen Staat arrangiert hatten. Manche Jugendliche zeigten ihren Protest, indem sie ausgestiegen sind, als Punks etwa. Andere haben aktiv gewirkt, Pamphlete verfasst, Plakat- und Flugblattaktionen organisiert. Und das in einer Diktatur, in der es gefährlich ist, Widerstand zu leisten. Wir haben ja in der Jugendarbeit auf der einen Seite eine ganze Reihe von Oberschülerinnen und Oberschülern gehabt. Das heißt also Menschen, die auf die erweiterte Oberschule, so hieß das damals, gegangen sind. Und die mussten natürlich bei allem Engagement, was sie taten, auch immer um ihren Schulplatz fürchten. Von daher waren sie gefährdet. Und was die geleistet haben, auch an innerem Widerstand, davor ziehe ich heute noch all meinen Hut. Ja, weil sie bei jeder Aktivität, die sie gemacht haben, immer riskieren mussten, dass sie von der Schule verwiesen wurden. An der Friedrich-Schinkel-Oberschule in Ost-Berlin unterrichtete Elke Kaminski. Elke Kaminski war staatstreu. Von den Eltern streng sozialistisch erzogen, tritt sie früh in die Partei ein. Gilt als 150-Prozentige, wird Lehrerin und schließlich junge Schulleiterin, der immer der Ruf vorauseilte, die Kaminski kommt. Die Kaminski kommt, hat in der Kindheit schon begonnen. Also als Gruppenratsvorsitzende, als Organisatorin von Festen, als Spielgefährtin, als Schülerin und vor allen Dingen, wenn es um Situationen ging, in denen gekämpft werden musste. Das Schlagwort meines Vaters lautete: Wir müssen uns durchkämpfen im Leben. Und deshalb kam sie. Und hier kam sie besonders in dem Gebäude, in dem wir jetzt sind, als Schulleiterin. Als ganz junge Frau habe ich die Möglichkeit bekommen und sie genutzt und war auch sehr stolz darauf, Schulleiterin einer Schule mitten im Prenzlauer Berg zu werden. Und dann kam die Kaminski 4 Jahre lang, fast jeden Morgen um 7.30 Uhr über den Schulhof. Die Friedrich-Schinkel-Schule in Berlin-Prenzlauer Berg war damals bei vielen Eltern wegen ihres humanistischen Anspruchs sehr beliebt. Aber durch gezielte Lehrerauswahl versuchte die Staatsmacht auch hier Einfluss zu nehmen. Ich gehörte zu denen, die eine überzeugte Kommunistin war, ein ganz engagiertes SED-Mitglied. Und genau solche Leute wurden hier in dieser Schule gebraucht, weil etwa 20% der Schülerschaft aus christlich geprägten Elternhäusern kamen. Und dem musste man eine starke Macht und Kraft entgegensetzen. Und an die Spitze setzte man eben zum Beispiel die Kaminski, die davon überzeugt war, mit Christen fertig zu werden. Wie an allen Schulen war das staatliche Erziehungsziel, die Kinder zu konformen Sozialisten heranzuziehen. Doch hier schienen diese Methoden schon früh von den Schülern hinterfragt und unterlaufen zu werden. Auch Elke Kaminski gelang es nicht, diese Kinder vollkommen anzupassen. Die ernsthafte Beschäftigung der Direktorin mit den Fragen und Kritiken der Schüler führte dazu, dass sie sich selbst mit den Widersprüchen und Schwächen des herrschenden Systems auseinandersetzte. Ich wusste, dass es ganz viele Dinge gab in der DDR, die kritisch zu begutachten waren, kritisch zu beurteilen waren, voller Widersprüche waren. Und auf meinen Lippen war immer: Ja, das stimmt, alles, was ihr mir erzählt, vor allen Dingen auf der langsam niedergehenden Ökonomie beruht, ja, es stimmt, aber. Für mich war die DDR für ein Heimatland und ich hoffte, dass sie immer und ewig existieren würde, aber mir war klar, sie muss verbessert werden, sie muss verändert werden. Und das war meine Position. Nach dem Mauerfall hat die Schulleiterin ihren Posten verloren. Heute arbeitet Elke Kaminski wieder als Lehrerin. Damals glaubte sie an die Ideale, die der Staat zu vertreten vorgab. Heute denkt sie zurück an die Impulse, die ihr mancher Schüler vermittelt hat. Es war die Begegnung mit diesen Menschen hier. Und ich habe ja die christlichen Schüler das erste Mal bewusst wahrgenommen. Und sie waren eben diejenigen, die die besten Leistungen hatten in der Mehrzahl. Die Feste mit ihren kulturellen Beiträgen bereichert haben. Die konnten Instrumente spielen, die konnten singen, die waren aufmerksam, die waren interessiert. Sie waren kritisch im Staatsbürgerkundeunterricht und trotzdem so etwas von offen und tolerant. Nach der Wende war es für Elke Kaminski zunächst nicht leicht. Ihre Ideale waren zerstört, der Job genommen.
Die ehemalige Schulleiterin hat ihren Weg gefunden. Sie hat ihr Leben renoviert, so wie die Stadt die Häuser in der früheren Nachbarschaft. Dass ihre alte Schule gerade geschlossen wurde, zeigt ihr, im neuen System läuft auch nicht alles ideal. Umso wichtiger ist es für Elke Kaminski, für sich selbst einen Halt gefunden zu haben. Vor wenigen Jahren gab es dann einen Durchbruch. Ich ging in ein wunderschönes Konzert eines großartigen Chores. Und in diesem Konzert sang man den Paulus. Und diese Musik zauberte Gänsehaut in mir oder auf mir. Und ich habe mich gefragt, wer ist dieser Paulus oder wer war er? Und das war der Auslöser dafür, das erste Mal in ein sehr dickes und altes Buch zu blicken, nämlich die Bibel. Und dann hat mich das Lesen nicht mehr losgelassen. Und dann hat mich das Fragen nicht mehr losgelassen. Und ich wollte mehr wissen. Und so war die Konsequenz, blieb die Konsequenz nicht aus, auch einmal einen Gottesdienst zu besuchen. Und das war mir fremd in seinen Ritualen und in seinen Abläufen, aber ich fühlte mich im Kreis dieser Menschen unglaublich geborgen. Während sich Elke Kaminski gegen den allgemeinen Trend dem Christentum zuwendet, werden die Kirchen immer leerer. Selbst in Magdeburg kommt nur noch eine Handvoll Leute zum traditionellen Friedensgebet. Pfarrer Quast bleibt dennoch zuversichtlich und weiß, dass es 1989 vor der Friedlichen Revolution zunächst auch nur wenige waren. Nach und nach kamen dann die Punker zu DDR-Zeiten und die Friedens- und Menschenrechts- und Ökologiegruppen und die Ausreiseantragsteller. Und es wurden allmählich immer mehr. Danach, nach der Wende, waren es oft wieder kleine Zahlen, die dieses Friedensgebet durchgetragen haben. Am 11. September 2001 kamen plötzlich 1000 in den Dom. Wir brauchen also eine Stelle, wo Magdeburger wissen, hier ist der Ort, wo ich mich flüchten kann, wo ich Zuflucht suchen kann, ein Schutzdach über mir habe. Selbst als der Magdeburger Fußballverein krachen ging, sagte, können wir nicht in den Dom beten kommen, damit wir das abwenden können. Und sie sind gekommen, wir haben es nicht abgewendet. Aber sie wussten, es gibt einen Ort für Hoffnung für sich, wo man sich auch solidarisieren kann. Und das wird dieses Friedensgebet immer bleiben. Die Erfahrungen aus dieser Zeit haben Giselher Quasts positive Sicht der Dinge nur bestärkt und ein Gefühl der inneren Freiheit und Gelassenheit zurückgelassen. Er hat sich seine Unangepasstheit, sein kritisches Denken und seine Zuversicht bis heute bewahrt. Also wir hatten zu DDR-Zeiten immer ein Lieblingssprichwort, das hieß, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Und natürlich war es uns als Kirche in die Wiege gelegt, kritisches Gegenüber zum Staat zu sein, weil dieser Staat uns erheblich konfrontiert hat. Wir waren keine verfolgte Kirche, aber eine stark konfrontierte Kirche, die Bekenntnisse und Entscheidungen immer wieder hervorgebracht hat und auch erzwungen hat. Und in dieser Situation haben wir unsere Rolle wahrgenommen und auch gerne, haben uns auch nicht davon beeindrucken lassen, dass wir bespitzelt und ausgehorcht und abgehört wurden, Telefone und Post und Ähnliches. Wir haben auch nie gefragt, wer ist der Spitzel in unseren Reihen. Es waren immer Spitzel in unseren Reihen, weil wir dann unsere Arbeit gelähmt hatten. Also sich diese innere Freiheit zu bewahren, war vielleicht die größte Opposition. Die von der Staatssicherheit angesetzten Spitzel in den Kirchengemeinden haben nicht nur konkrete Lebensentwürfe zerstört, sondern vor allem Vertrauen missbraucht. Auch internationale oder von der Bundesregierung eingesetzte Enquete-Kommissionen, denen auch Theologen angehörten, konnten nicht helfen, die Folgen von Überwachung in der SED-Diktatur aufzuarbeiten. Das, was ja die Südafrikaner ein bisschen versucht haben mit ihrer Wahrheitskommission, ja, dass sie Menschen konfrontieren mit dem Unrecht und hoffen, dass sie dann öffentlich darüber Auskunft geben, sich entschuldigen und dass es dann zu einer Versöhnung kommt. Dieser Versuch ist uns nicht gelungen. Und die Zeit ist, glaube ich, auch viel zu schnell über das Ganze hinweggegangen. Jeder musste sehen, wie er klarkommt, hat seine ganze Geschichte verdrängt und hat sich dann schnell irgendwo einen Posten gesucht. Sodass jetzt erst nach und nach dann und wann mal einer sagt, also ich war ja auch bei der Staatssicherheit. Aber dann kommt immer der zweite Satz gleich. Ich habe aber niemandem geschadet. Ja? Ich habe aber niemandem geschadet. Und dieser Satz ist ja fatal. Ja? Der stimmt ja nicht. Denn in dem Moment, in dem ein Mensch einen anderen verrät
ohne dass er ihm sagt, du, ich bin angesetzt, hier zu hören, was du sagst und das weiterzugeben, verletzt er Vertrauen, verletzt er Intimsphäre. Ja. Elke Kaminski fühlte sich auch verraten. Verraten von einem System, an das sie geglaubt hat. Verraten in einer neuen Gesellschaft, die ihr wenig Halt bot. Und von einem Schicksal, das es nicht gut mit ihr zu meinen schien. Nach dem Zusammenbruch der äußeren Welt zerbrach auch ihre innere. Ihre Ehe wurde geschieden und dann kam die Diagnose Krebs. Beides hat sie heute überwunden, die Krankheit und die Vergangenheit. Dann kamen eben diese neuen Erlebnisse, diese neuen Eindrücke auf mich zu und stürzten auf mich ein und ich hatte sie zu verarbeiten. Und ich habe mir eins geschworen, wirklich geschworen, ich werde nichts mehr unkritisch hinnehmen. Ich werde immer hinterfragen und lieber 100-mal mehr fragen als einmal zu wenig. Und vielleicht war das auch ein Grund dafür, letztlich hier anzukommen und ein neues Zuhause, eine neue Heimat zu finden. Gegen die ablehnende Meinung mancher Freunde aus früherer Zeit und trotz großem Unverständnis auch in der eigenen Familie ist Elke Kaminski ihren Weg konsequent weitergegangen. Ich hatte einen ganz, ganz großen Wunsch. Ich wollte so gerne das Abendmahl teilen. Und aus diesem Wunsch ist letztlich der Druck entstanden in mir selber. Ich möchte getauft werden, ich möchte dabei sein, ich möchte in diesem Kreis stehen, der sich die Hände reicht. Und in der Nacht selbst war es dann hier sehr, sehr feierlich. Ich war eine von drei Täuflingen und die Älteste. Und es war so eindrucksvoll und besonders, dass es zu den Ereignissen gehören wird, die für immer in meinem Gedächtnis bleiben. Elke Kaminski ist keine angepasste Kirchgängerin geworden. Doch im Christentum scheint sie die Werte wieder gefunden zu haben, die ihr im Elternhaus als sozialistische Werte vermittelt wurden. Zumindest viele der einst tramponierten Fassaden erstrahlen wieder in ihrem alten Glanz. Und die wechselvolle Geschichte der Heilandskirche wird von ihrem Gemeindepfarrer Friedhelm Witzislar gerne als Lied vorgetragen. An der Havel steht eine Kirche, wie ein Schiff am sicheren Pier. Einst gebaut von Preußens König Friedrich Wilhelm Nr. 4. Zunächst einmal ist die Heilandskirche natürlich Gemeindekirche. Wir haben hier zweimal im Monat Gottesdienst und hier finden Taufen, Trauungen und Trauerfeiern statt. Wir bieten Konzerte an und sind jetzt ganz glücklich, dass wir auf unserer neuen Orgel auch wieder Orgelmusik aus vielen Jahrhunderten erklingen lassen können. Und dadurch wird die Heilandskirche zusätzlich zu einem Besuchermagnet. So manche Besucher mieten sogar ein Schiff, um hier repräsentativ anzulegen und in erlauchter Gesellschaft den schönsten Tag des Lebens zu feiern. Da ist es nur verständlich, dass so eine Entscheidung nicht historisch, sondern vom Herzen motiviert ist. Früher, wenn ich irgendwie Ärger hatte, Frust hatte, bin ich immer mit dem Auto hier in den Park gefahren, bin dann zur Kirche gelaufen und habe dort dann 2 Stunden gesessen. Dann war wieder alles gut und dann bin ich gefahren. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hier möchte ich mal heiraten. Es ist wieder ein Ort, an dem Träume wahr werden können. Denn die düsteren Spuren der Geschichte sind wie weggefegt. Dass genau an dieser Stelle der Todesstreifen einer Grenze mit Schießbefehl verlief, will man angesichts dieser Bilder kaum mehr glauben. An die bedrückende Geschichte dieses Ortes erinnert heute hauptsächlich die unmittelbare Nähe zur Glienicker Brücke, die als Symbol des Kalten Krieges, der Trennung Deutschlands und der Welt in Ost und West steht. Noch vor wenigen Jahren wurden hier Spione ausgetauscht und Flüchtlinge gejagt. Nur der unterschiedliche Farbanstrich markiert noch die einst scharfe Trennlinie zwischen Ost und West. Die Brücke hat ihre alte Funktion zurück und dient wieder der Verbindung, steht nach der Wiedervereinigung Deutschlands sogar für die Einheit. 20 Jahre nach dem Mauerfall ist vom Kalten Krieg kaum eine Spur mehr.
20 Jahre nach der friedlichen Revolution schippern die Menschen arglos über den See, wo früher mitten durch das Wasser eine Grenze verlief. Und am Havelufer erinnert eine Kirche unmerklich an die Orte, von denen aus die Anstiftung zur Gewaltlosigkeit einst ausging.